Hey, Warnock hier. Dieses Mal habe ich für euch die Sybaris. Eine Waffe, die von den meisten Leuten unterschätzt wird. Dürfte daran liegen, dass die Waffe erst nach 4 bis 5 Former ihr Potenzial entfaltet und richtig gut wird. Zu der Sybaris ist zu sagen, dass sie sehr ausgewogen ist. Sie hat 23,11 Schlag, 23,1 Durchschlag und 23,8 Schnitt. Die Crit-Chance beträgt 25%, der Multiplikator 2. Die Statuschance ist 10%. Wie sich viele von euch jetzt bestimmt denken, eine geile Waffe für die Void. Stimmt, und sie ist auch für jede Fraktion gut. Im Folgenden habe ich jetzt für euch meine beiden Lieblingsbuilds zusammengetragen. Das eine ist ein Bild mit Strahlungsschaden und Status. Wie ihr direkt schon an den Stats erkennt, 62,5% Crit-Chance und dabei 5,6-facher Multiplikator. 43,6 Statuschance und Strahlungsschaden. Viele von euch werden Strahlungsschaden bestimmt nicht mögen, aber ich find's einfach nur geil, wenn man zum Beispiel in der Void auf einen Heavy Gunner schießt, also einer von den Dicken, und der dann auf einmal anfängt, seine Verbündeten abzuschießen. Als Moddung habe ich drin Einkerbung für den Grundschaden, geteilte Kammer für den Mehrfachschuss. Schweres Kaliber ist bestimmt nicht jedem sein Geschmack, aber ich finde, in der Waffe ist das vollkommen gerechtfertigt. Für Leute, die das nicht mögen, die können da entweder auf einen Bestrafen-Mod gehen, in der Void auf einen Kältemod oder aber auch auf den Mod Zerfetzen. Alles drei gute Alternativen zu schwerem Kaliber. Als nächstes hätte ich Punktangriff für die Crit-Chance und Scharfsinn für den Crit-Schaden. Hammerschuss ist in diesem Fall extrem gut, da er Crit-Chance, aber auch Statuschance, ne, Entschuldigung, Crit-Schaden, aber auch Statuschance dazu gibt. Hochspannung und Thermitpatronen habe ich beide drin, da dadurch die Statuschance auf 43,6% erhöht wird. In meinen Augen genug, um das in dieser Waffe zu rechtfertigen. Der nächste Build unterscheidet sich nicht in wirklich viel, außer dass ich jetzt hier auf Virusschaden gehe. Hat halt eben einen hohen Multiplikator gegen Cloned Flesh, also gegen Kryneer ohne Rüstung. Hierbei muss ich aber erwähnen, dass man die beiden Mods Raueiskugel und Bösartige Kraft nicht reinmachen muss, sondern stattdessen auch die großen Gegenstücke dazu reinmachen kann. Dadurch wird der Schaden dann schon um einiges erhöht, aber die Statuschance sinkt. Und bei dem Virusschaden muss man wissen, dass ein Proc ausreicht, um das Leben des Gegners direkt zu halbieren. Im Folgenden habe ich für euch noch ein kleines Gameplay-Video zusammengestellt. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Should keep you going for a while. I've delivered another life support capsule. Life support has been replenished. Life support on the way.
Another life support capsule is now available. Life support activated. Prepare for life support. Another life support capsule is now available. Prepare for life support. Life support has been replenished. Additional life support has arrived. Life support incoming. Life support capsule. That should keep you going for a while. Life support activated. Extraction is available, if you need it. The raid is off to a successful start. Life support on the way.
another job well executed.